Vor einiger Zeit stand ich vor einem klitzekleinen Problem. Die Landesmeisterschaft, praktische Flinte, war vor der Tür und mein damals bei Sutter gekauftes Red Dot hat die Grätsche gemacht. Das hatte ich im April bei dem Event, dem GAA Spring Break in Wiesloch, bereits festgestellt und das war ziemlich uncool. Ich hatte zuerst gedacht, die Batterien wären leer, aber das ganze Ding hat anscheinend die Grätsche gemacht. Hat 2, 3 Jahre gehalten. Aber wie gesagt, ich stand dann vor einem Problem. Landesmeisterschaft Flinte stand vor der Tür und ich hatte kein Dot. Und Flinte schießen ohne Dot geht zwar, muss man aber nicht. Also habe ich einen unserer Mitglieder, den Betreiber des Online-Shops GermanGunners.com, gefragt, was er denn so auf Lager hat, was Großkaliber flintentauglich ist, um schnelle Abhilfe zu schaffen. Und er hat mir ein Red Dot empfohlen, was ich natürlich auch seiner Empfehlung gemäß bestellt habe. Und zwar dieses kleine Schnuggelchen. Es handelt sich hierbei um das UTG 4,2 Zoll, um spezifisch zu sein, das Modell SCP-DS 3840W. Ich werde euch das unten noch verlinken, Direktlink wie immer. Ich kann natürlich jetzt nicht mehr wirklich von einem Unboxing sprechen, weil ich hatte das Dot ja bereits im Einsatz bei der Landesmeisterschaft. Es hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich möchte es euch aber dennoch nachträglich kurz vorstellen, weil der eine oder andere, der sich vielleicht gerade neu eine Flinte gekauft hat, sucht eventuell noch ein vernünftiges, nutzbares Dot, das auch entsprechend schussfest ist und den Ansprüchen einer praktischen Flintendisziplin genügt. Lieferumfang. Also, ganz klar mit dabei, das Red Dot. Wir haben hier über diesen Drehknopf, diesen hier, die Möglichkeit, auf Rot oder Grün zu schalten. Das heißt, ich kann einen roten Punkt, ich kann aber auch einen grünen Punkt. Je nach Beleuchtung, je nach Hintergrund zum Beispiel, kann man das einstellen und ich habe die Möglichkeit, über diesen Drehschalter hier die Helligkeit einzustellen. Der Punkt ist sehr, sehr fein, was sehr schön ist. Das heißt, selbst bei einem relativ kleinen Ziel, wie einer Fallplatte oder ähnliches, aus einer etwas größeren Entfernung vielleicht, wird das Ziel nicht komplett durch den Punkt verdeckt. Ebenfalls mit dabei die aufsteckbaren Flipcaps. Kann man benutzen, muss man nicht. Ich hatte zum Beispiel festgestellt, dass sie mir bei einer Serie ist mir vorne die eine Kappe durch den Rückstoß halt weggeflogen, dann habe ich halt ohne geschossen. Das war mir jetzt in dem Moment dann auch ein bisschen egal. Wie gesagt, kann man drauf machen, muss man nicht. Wir haben dann hier und hier die Einstellung für Höhe und Seite. Interessant dabei ist, dass wir hier zwei Imbusschräubchen haben, kleine Madenschrauben, die die Einstellung arretieren. Das heißt, man muss die ein bisschen lösen, dann erst kann ich tatsächlich die Einstellung vornehmen und dann arretiere ich sie wieder. Dadurch wird natürlich verhindert, dass die Einstellung sich eventuell beim Schießen verstellt. Das habe ich bislang eigentlich so in der Form noch nicht gesehen, aber ich bin jetzt auch nicht so der Schütze, der super viel mit Optiken unterwegs ist. Dann haben wir natürlich mit dabei einen Putzlumpen, Mikrofasertuch und etwas, das ich interessant finde. Also schon mal Ersatzbatterien sind mit dabei. Hier außen mache ich es nicht los. Wasserdicht mit einem O-Ring gesichert, kommt die Batterie rein. Das ist einmal so ein kleiner Deckel, der oben aufgeschraubt ist. Da sollte man auch nicht den Fehler machen, dazu festzuknallen, weil sonst der O-Ring rausgedrückt wird. Ebenfalls mit dabei sind zwei Knopfzellen. Das sind die. Oh. Jetzt kommt wieder mein Alter zum Tragen. Modell CR1620, 3 Volt. Immer darauf achten, damit dann genug Ersatz mit in den Taschen drin sind, weil sonst sieht da ziemlich geknutscht aus, wenn man da steht und hat keine Batterien mehr. Ebenfalls mit dabei, und das finde ich sehr schön, ist ein Riser. Ein Riser ist ein Zusatzstück, um anzuheben. Und das bedeutet, ich habe hier unten zwei Schrauben, die kann ich rausmachen und habe dann die Möglichkeit, diesen Riser hier zwischen einzubauen. Das heißt, ich mache die Grundplatte ab, kann dieses Teil dazwischen stecken, festschrauben und schraube dann
hier wieder fest und damit habe ich die Möglichkeit, etwas mehr an Höhe zu gewinnen. Das hat den Vorteil, wenn man jetzt, je nachdem, wie weit man jetzt mit dem Kopf von der Optik weg ist, kann es ja sein, dass man ein bisschen flacher, ein bisschen höher mag. Das kann ich hiermit bei vorgegebenem Maß einstellen. Sehr schöne Geschichte. Ich für mich brauchte das nicht, habe ich also rausgemacht. Und mit dabei Schnellspannmontage für die Pickerschiene. Montieren ist super einfach. Hier am Beispiel meiner Mosberg. Sie ist auch leer. Einfach genommen, aufgesteckt, gegenhalten, festmachen. Das war's. Und schon ist das dort montiert, sitzt fest, es ruckelt nichts, also es hat sich bei mir auch 0,0 in irgendeiner Form gelöst. Die Qualität, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ist sehr schön, fühlt sich an wie ein vernünftiges Alu-Gehäuse, was entsprechend natürlich auch dann der Schussfestigkeit zukommt. Kostenpunkt für dieses Dot, dieses spezielle Modell, liegt bei einer UVP von roundabout 80 Euro. Wie gesagt, Link poste ich euch unten. Ich denke mal, sehr viel mehr gibt es darüber eigentlich nicht zu sagen. Außer ich kann das absolut wärmstens empfehlen. UTG 4.2, Red Dot und Green Dot mit einem super, super feinen Leuchtpunkt drin. Also ich bin sehr, sehr zufrieden hiermit und würde es, denke ich mal, immer wieder kaufen. Wie weit nun tatsächlich die Schussfestigkeit hiermit geht, diese Frage kann ich euch leider Gottes nicht beantworten, da ich es schlicht und ergreifend nicht weiß. Bei vielen Verkäufern ist es nun mal so bei den Dots, dass sie mit Schussfestigkeit werben. Nun muss man immer ein ganz klein wenig unterscheiden, was das Thema Schussfestigkeit betrifft. Viele sagen, da geht hoch Schussfestigkeit bis zu einer 338 Lapur. Bei einem Repetierer mag das funktionieren. 308er oder 223er Halbautomat sieht das schon wieder ganz anders da aus, aufgrund des Prellschlags vom System. Das sind Doppelschläge, die auf das System einwirken, wo man oftmals besser dran ist, etwas mehr Geld auszugeben. Die Flinte, je nach Kaliber, hat natürlich auch einen ziemlichen Bums dahinter. Wie gesagt, ich kann es euch nicht beantworten. Bei mir die 1276er Mosberg, 500A das Modell, Kaliber 1276, habe ich geschossen mit den normalen Competition Slugs von Gecko. Was waren das? 12.67.5 oder was das ist. Und hatte damit null Probleme. Kann natürlich sein, wenn mir jetzt in 12.76, 12.76 Magnum oder noch höher geht, dass es da schon wieder anders aussieht. Aber wie gesagt, das kann ich euch nicht beantworten. Für meinen Anspruch, für das, was ich schieße, sprich unter 12.76, geht das Ding super und ist absolut empfehlenswert für Disziplinen wie PP1, NPA, BDMP mit der Flinte, Fallplatte, also RF2. Und von daher kann ich es absolut wärmstens empfehlen. In dem Sinn, macht's gut.